Ja, das muss ja letztendlich der Berater und der Spieler bewerten, wie die Gespräche waren. Ich habe mich bemüht, in einem guten Englisch ihm zu sagen, was die Idee, meine Idee vom Fußball ist. Ich glaube, dass es ganz gut gelaufen ist, dass es ein gutes Gefühl war. Aber ja, nach so Gesprächen kann man relativ wenig sagen. Das ist ein guter Spieler, der interessant ist, aber nach wie vor Spieler in Salzburg ist und ja, demnach ähnlich wie bei dem genannten Spieler vorher. Gibt es nichts zu verkünden, außer dass ich vom Gefühl her ein ganz gutes Gespräch hatte. Es ist unsere Aufgabe immer zu schauen, kann man den Kader verbessern. Aber ich wäre absolut zufrieden, wenn wir mit dem identischen Kader auch in die Rückrunde gehen würden. Ich sehe jetzt keinen zwingenden Bedarf. Trotzdem, wenn der Markus Krösche mir einen sehr guten Spieler zur Verfügung stellen würde für den Winter, würde ich auch nicht Nein sagen.